Nimm da vier zweimal weg. Und wenn es die Karte erfordert, was willst du da machen? Ja, das muss Lehmann natürlich nachbezahlen. Die 2.500 in einem Pott von 16.000, das sind... Das ist noch was? Bockstarke Pott. Jetzt geht es um Prozentrechnung. Jetzt kannst du mal ein bisschen was lernen, wenn du 8 gibst. Aber das hätte mir der Lehrer auch schon gesagt. Der Markus gibt wieder eine Coaching-Lesson zwischen drei. Ja, aber du kannst auf den Lehrer, hast du nicht Kraft, aber auf mich hast du teilweise ein bisschen. Komm, jetzt pass einmal auf, Rüssel, was der Markus macht. Der ist vielleicht noch angestochen auf die Königin. Das ist schwierig. Mit ich versuche mich aus dem Pott rauszurechnen. Das ist brutal schwer. Was könnte mir denn noch einfallen, dass ich rausrechne? Ich meine, wenn du ein Flush-Draw hattest und du hast das Flush getroffen, bin ich jetzt richtig tot. Ne? Gute Analyse. Komme ich noch raus aus der Nummer. Aber die Pot-Odds, die gerade angesprochen wurden, die sind besser als 6 zu 1. Also, ich sage ja, er muss es callen. Er muss es bezahlen. Was hast du denn? Was hast du denn? Vielleicht beraten wir das gemeinsam. Mach dir keine Sorgen. Nö, nee, macht er sich eigentlich auch jetzt. Ich habe sein Geld schon drin. Du hast schon gewonnen. Guck mal, wie gut ich aus der Nummer. Du musst aber ganz schlecht sein. Weil bei 2,5 zu dem Bot. Na, so musst schlecht. Du aber ganz schlecht sein. So ganz schlecht. Prozentrechnung. Der geht wirklich raus. Das wundert mich bei diesen gigantischen Odds. Markus, Fehler. Da muss ich ja noch deinen Scheißdreck haben, was ich dir jetzt sage. Da weiß ich gar nicht, welche kann ich nicht zahlen. So, das ist seine Prozentrechnung. Das ist mein Prozentrechnung. Ja, da treffen natürlich dann auch zwei verschiedene Einstellungen aufeinander. Hermann Pascher hätte das sicherlich innerhalb einer Nanosekunde bezahlt. Aber selbstverständlich. Kommt oder kommt nicht immer 50%. Ass 10 gelimmt. 5-4 gelimmt. Dame 7 gelimmt. Alle callen. Nicht stehlen, weil ich will auch mitspielen. Nein, ich stehle nicht. In so einem Fall sage ich dann gerne auch mal meh, wenn ich dann hinten auch noch den Over-Over-Over-Call mache. Meh? Ja, meh, weil die Schafherde, die immer alles nachmacht, dem Leid hier einer. Ja. Dankeschön. Oder auch nicht. So, wenn jetzt keiner trifft, bin ich böse. Ja, eine 6 habe ich schon gesehen. Ich habe den Überblick verloren. Ah, eine 6. Are you ready for Freddy? Markus Lehmann wieder mit oben, unten. Ja, mit oben, unten ist aber gut. Aber da sehen wir mal mit die Nuts Straight. Die Nuts Straight, genau. Das ist ja manchmal auch schwierig, hier den Überblick zu behalten. Deswegen hab ich mich auch gewundert, warum beim Keitel nur 3% stehen. Top-Paar getroffen und 3% Chance. Das ist auch nicht schlecht. Und weitere Kundschaft. Hurra, wird sich Markus Lehmann denken. Ich habe die Nuts und vor mir stellen 4 Leute rein. Ja, jetzt stellt sich eigentlich nur die Frage, wie kann ich den Pott möglichst dick aufbauen an der Stelle. Eine andere Frage stellt sich gar nicht mehr. Schön für ihn noch, dass 3 verschiedene Farben im Flop sind. Die Flaschgefahr ist ziemlich gebannt. Dabei. Ja, gut. Ja. Sollen wir es glauben? Sollen wir es glauben? Fragt er noch dazu. Im Plural. Also mir er glaubt es nicht. Zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Das kann ja auch sein, dass er damit ein Overpaar gemeint hat. Ja, Pascher müsste eigentlich bezahlen, oder? Gemäß deiner 50-50-Regel. Kommt, kommt nicht. Die 10 oder das Ass. Ja, aber jetzt hat er natürlich auch nur diverse Backdoor-Draws. Also er braucht schon Runner. Und... bei so vielen Leuten. Nee. Okay. Ist Hermann Pascher nicht. Ich bin Belehrungsresistenz. Ich sehe das auch. Noch mal meine, was ist das für und er trifft. Ja, jetzt geht's rein. Der Hermann gibt ihm vielleicht ein Overpaar, so 7er, 8er. Und, jetzt, wo er die 10 trifft, macht er vielleicht einen Check-Race. Nee. Auch da glaube ich nicht dran. Das wäre nicht Paschas Stil. Check-Race. Sieht man ganz selten bei ihm. 3.000? Ja. Ja, der zahlt und guckt. 10. Ja, Dame. Zahlt er das nochmal? Das ist die große Frage. Nee, er spielt an. Er macht so ein Min-Bett. Ja. Ja, 100. Die gute Laune-Bette von Hermann. Ja. Nein, Schi, musst du mit.
Das ist natürlich für Markus jetzt eine tolle Sache. Jetzt kann er noch für die 100 holen. Jetzt müsste er 1300 spielen, weil das ist die Bockzahl von Hermann. Ah, das ist eine gute Idee. Ich komme aus einer Viehhandelsfamilie. Wenn ich sage, ich zahle, dann zahle ich. Wie viel? 6. Mein Gott. War ein Wort. Merry Christmas, oh, Markus. Gewicht. Respekt. Respekt. Das ist wirklich. Da ist echt noch was raus entstanden. Der dreckst 10er an und rum, verstehst? Gut, gut. Ja, der Hermann, der hat sich eingeschossen auf ein Paar, auf ein Oberpaar, genau den 6ern gegenüber, aber unterhalb der 10. Sonst erwischt mich nicht, weißt du? Sonst erwischt mich nicht mehr, wenn der 10er nicht kommt. Da ist ja noch was richtig Schickes raus geworden. Ein Pott von über 21.000. Nicht schlecht. Nuts gefloppt und noch jemanden gefunden, der gesagt hat, ich reite mit bis zum Ende. Ja, da hat Hermann einige Leistungspunkte eingebüßt. Ja. Das ist wirklich ein Begriff, den ich glaube, den werde ich etablieren. Gut. Courtesy Michael Kainer. Ja. 3557 Suited One Gapper. Gab es den Begriff schon, als du mit Pokern angefangen hast? Ja, den Begriff gab es schon. Den kannte ich und zwar aus den Limit-Hold'em-Partien, der 40-80-Partie im Mirage oder im Bellagio. Da wurde das gerne verwandt, dieser Limit, dieser Suited One Gapper. Oder Suited Two Gapper gibt es ja auch. So. Gut sein. Ist irgendwie so eine unterschwellige Begründung, warum ich so eine Hand spiele, out of position oder so. Der Pokerstorm meldet sich zu Wort mit einem Raise. Dragan Galic, Ass König. Auch ein kräftiges Raise. Was geht denn? Er wird sich denken, wenn Pascha schon mal gecallt hat, dann zahlt er sowieso jedes Raise nach. Das passiert auch. Wobei, wenn es ihm jetzt gelingt, Heads up zu kommen, gelingt ihm nicht, aber in so einem Fall ist das gar nicht mal so schlecht, so mit 5-3 gegen Ass König bin ich gar nicht mal so schlecht aufgehoben. Sie passt auf, ne? Volltreffer. Die gute Laune vom Hermann scheint sich auch auf die Kartenverteilung auszuwirken. Jetzt müsste er eigentlich oben drüber gehen. Zwei Paar ist sicherlich momentan die beste Hand, aber zwei Pik auf dem Tisch. Will ich da oben drüber gehen oder will ich hier ein gewisses Risiko eingehen? Der Dragan ist ja dafür bekannt, dass er gerne mal Hände im weiteren Verlauf des Boards überspielt. Wie viel hast du noch dahinter? Das heißt, da kommt noch Feuer. 4, 5, 8, 9.000. Natürlich ist die Frage, ich möchte vielleicht gerne den Markus Lehmann verlieren, aber... Das zirkuliert doch ein bisschen hier am Tisch, verstehst du? Komm doch wieder zurück zu dir. Aber ein guter Bekannt. Es ist nicht fort, es hat bloß andere. Es hat nur ein anderer. Bei mir ist gut. Ich bin all in. Ja. Das meine ich damit. Mit 0%. Er liebt das, seine Hände zu überspielen in so einer Situation. 6, 7. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke, die ich beim Hermann eigentlich sehe, dass er, wenn er was hat, schon ein bisschen Geld in den Pott reinbekommen kann. Also er kann da mehr Geld reinschaffen als viele andere Leute. Wie viel? 7,5. Lauf ich wieder schön. Das war's, ne? Ich schütze maximal. Ja, das ist schon. Bezahlt. Und wieder geht das Geld in die andere Richtung. Aber das war ja schon fast ein Slow Roll vom Hermann jetzt. Sowieso umdrehen. Aber das war's denn? Nee, nee. Also Ass König? Ja. Ich hab 2 Bar. Oh, oh. Ui, ui, ui. Hässlich. Das ist gut gecallt. Sehr hässlich. Ja. Also mutiger Call, Hermann. Das ist Respektovic. Also das war wirklich mutiger Call. Ja, Asse wären jetzt nicht schlecht. Teilung. Fünferwürfel weg. Heieiei. Kannst du mal geben. Das war die Lage von Dragan Galic, der fast schon in die Hosentasche. Da müsste der nächste 10.000er Bündel drin sein. Ja, das ist heute nicht mehr zu stoppen. Der Fröhlichkeitsexpress aus Franken. Ganz oben steht er mit 22.500 Euro. Jetzt wieder im Plus mit 12.500. Super.
Ja, was dem Rheinländer der Karneval, dem Münchner die Wiesen und dem Franken die Kerwa ist, das ist dem Pokerfan hier German High Roller. Das ist immer wieder faszinierend, was wir hier für Setups haben, was wir für eine Tischdynamik haben. Hochinteressante Runde, tolle Gäste. Und an meiner Seite immer noch Michael Keiner aus dem deutschen PokerStars Pro Team. Und der freut sich über solche Konstellationen. Hättest du auch gerne gesehen in deinen Runden hier? Natürlich, das macht ja richtig Spaß, hier mitzuspielen. Hier entwickelt sich dann auch so eine psychologische Dynamik am Tisch, die richtig einen mitreißt und die Zeit vergeht wie im Flug. Also das ist eine tolle Partie. Das Open Race von Galic, 10-8. Und dann kommt's knüppeldick, Könige und Damen. Ja, der liebe Dragan packt natürlich jetzt ein bisschen die Tiltbox aus, nachdem er diese Ass-König gegen 5-3 verloren hat. Ist halt immer noch ein sehr emotionaler Spieler. Ich find ihn psychologisch unheimlich stark, ein wahnsinnig guter Turnierspieler, der sehr oft weiß, wann er die entscheidenden Hebel ansetzen muss, Druck ausüben muss. Aber im Cash-Game ist er halt doch ein bisschen emotional tiltanfällig. Mit 50er verschwärzt er wohl. Da vermuten wir mal, dass es sehr schwierig sein wird. Typisches Setup wieder, ja. Für einen der beiden die Hand aufzugeben. 5300 von Markus. Ja, das könnte zu einer Preflop-All-In-Situation führen. Zweite Möglichkeit, der Freddy callt das nur und wartet ab, ob im Flop ein Ass oder König auftaucht. Und wenn das nicht der Fall ist, geht's dann rein. Fünf-Bet. Ja, die 5-Bet. Den Markus reißt man nicht. Ja, man muss das natürlich einbringen. Der will damit natürlich auch ein bisschen psychologisch Druck aufbauen. Der will Action sehen. Na, schauen wir uns das mal im Flop an. Siehst du, das ist Möglichkeit 2. Also aufgeben kann er die auf keinen Fall die Hand. Der muss ja hellseherische Fähigkeiten, wenn er jetzt hier Damen wegwirft. Also, vielleicht kommt ein Ass oder ein König. Das wäre dann noch die Rettung. Ein Rettungsanker. Oh. Ach, da ist er. Top Set für Golsa. Die totale Bombe jetzt auf der Hand. Und Freddy hat das genau sich angeschaut, also nicht den Flop, sondern die Reaktion von Markus, als der Flop gelegt wurde. Aber da sieht man nichts, oder? Nee, nicht viel. Du doch ein bisschen? Bei Markus ganz schwer. Markus, der kann fast schon wie so ein Zen-Buddhist so ein bisschen versinken und der wird dann etwas steinern im Gesicht, als hätte er zu viel Botox abbekommen. Aber also Markus ist ganz schwer zu lesen. Andere zucken schon mal, Markus nicht. Angesichts der Preflop-Historie ist es aber natürlich ein goldener Ausweg für Freddy hier, glimpflich davon zu kommen. Nee, er bezahlt einmal.